17.000 Fans in Salzburg sehen ein körperbetontes, schnelles Spiel von beiden Seiten und eine erste Aktion von Sturm nach 5 Minuten. Der Abschluss von Brass bleibt aber ungefährlich. Sturmtrainer Christian Ilzer sieht dann 2 Minuten später den ersten Abschluss von Salzburg, den aber Okonkwo entschärfen kann. Dann die 30. Minute, Brass spielt ideal auf Emega. Riesenchance für die Grazer, es bleibt aber ein 0:0. Salzburg-Türmann Köhn, aber dann auch an die Stange. 6 Minuten später dann die Salzburger. Keuter auf Amadou. Riesenglück für Sturm. Nach 40 Minuten gibt es dann einen Freistoß für die Grazer und es steht 1:0 für Sturm. Goran Stankovic wird völlig alleingelassen und trifft per Kopf zur Führung für Sturm Graz. Mit dem 1:0 geht es auch in die Pause. In der zweiten Halbzeit starten die Salzburger blitzschnell. Adamu ist das. Tedic. Und es steht 1:1. Tolle Parade noch von Okonkwo. Von Affengruber kommt der Ball dann zu Tedic und der macht sein erstes Saisontor. Kurz vor Schluss zerstört Salzburg dann die Titelträume der Grazer endgültig. Konaté tanzt wütrig aus und trifft zum 2:1-Sieg. Salzburg ist damit der 10. Meistertitel in Folge. 2 Punkte vor Schluss nicht mehr zu nehmen.